Es geht weiter mit unserem Charakter, warte, so. Pokémon! Er heißt nicht Pokémon, er heißt Vincent, genau, in Pokémon Schwert. Wir spielen weiter im DLC. In der letzten Folge haben wir ja Diktas gefangen und Rika erklärt euch jetzt gleich, warum wir plötzlich hier sind. So. Weil du aus Versehen in die Hütte gegangen bist. Apropos, diesmal musst du ein bisschen mehr mit zu mir kommen. Guck mal, wie krass du im Anschnitt bist. So. Du bist aus Versehen. Nee, du bist gelaufen. Du hast gemeint, ich wollte speichern und vorher alle heilen. Genau, und weil du speicherst. Du vergessen, mir mitzuteilen, dass wir eine Aufgabe erledigt haben, nämlich die Fleckmann zu fangen. Oh, jetzt habe ich schon wieder keine Lust drauf. Das hatte schon damit gar nichts mehr zu tun. Wir hatten die Pilze gesammelt. Ach, die Pilze. Und du wolltest dann unbedingt noch heilen gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal, aber wir müssen ja zurück in ins Dojo. Genau. Und dann dadurch hast du die nächste Handlung getriggert. Ja. Bedeutet, ihr habt nicht viel verpasst. Die haben halt hier in der Küche gemeinsam gegessen. War jetzt nicht besonders interessant. Nur, dass man mit dieser komischen Suppe da hinten ein Pokémon auf Giga-Dynamax packen kann. Und um die Story voranzutreiben, müssen wir uns jetzt hier mit dem alten Mann unterhalten. Genau. Vincent. Sofort. Schön, dass ihr nicht woanders seid. Meister, ihr wolltet etwas mit mir besprechen? Nun, ich habe euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die drei Prüfungen des Master-Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass, wie schon bei der letzten, der finalen, der ultimativen, Nummer 3 sind. Die letzte, finale, ultimative Nummer 3? Oh Gott. Wir machen es cool. Okay. Ihr wolltet uns also einfach nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich sie gesprochen habe. Ich habe sie sehr komisch und nervtötend gesprochen. Ernsthaft. Das bin Kabel ich. Und du, doch, das ist ja dein Fuß um dieses Kabel. Aber das Kabel bin... Ich habe heute keine Stimme mehr. Es tut mir leid, ich versage hier gerade völlig. Ihr wolltet uns also nur einfach sagen, dass die nächste Prüfung ansteht? Exakt. Ihr zwei habt es als Einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespornt und somit zu größerer Stärke verholfen. Jetzt ist es Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Wir sollen gemeinsam gegeneinander kämpfen? Das ist die letzte Prüfung? So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Nein, wirklich? Und die falsche Person. Der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Endlich ist es soweit. Aber... Der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master-Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaxierung anwenden. Was mache ich hier denn noch? Ich muss sofort auf den Platz mich innerlich vorbereiten. Also dann, ich gehe schon mal vor. Lass du dir derweil ruhig Zeit mit deinen Vorbereitungen. Ganz wie ein Fleckmann. Goddamn. Ich finde aber, die Stimme passt zu ihr, oder? Ja, ja. Sophora hat an und für sich schon Talent. Aber da sie sich dessen bewusst ist, geht sie alles nur halbherzig an. Und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Vincent. Eure Rivalität scheint sie dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation sie nicht vom richtigen Weg abbringt. Ja, gut. Ja. Womit wollen wir denn Dynamaxier-Kampf machen? Warte, in dieses Menü wollen wir. Ich glaube, Libello kann das. Apropos, für dich eine kleine Zusatzinfo. In Pokémon Go kann man jetzt Dedenne fangen. Dedenne!
würde ich sagen, mit lieber los, ja. Eigentlich die logischste Entscheidung, ne? Ja, lass ihn das ruhig machen. Nein, es tut mir leid, ich sehe und höre mich heute total fertig an, weil ich gerade 3 Stunden den Garten gemacht habe. Nassen Garten vor allem. Ja, nassen mit Maulwurfs. Ey, so viele. Ganz viele Dickdas. Menschenskinder. Und ja, war heute zum letzten Mal unsere Müllabfuhr für Gartenabfälle kam und jetzt bin ich so... Also eine gesonderte Müllabfuhr für Gartenabfälle. Fertig mit der Welt. Und meine Stimme leider auch. Obwohl ich damit ja nicht viel benutzt habe, aber irgendwie. Doch, ich habe zwischenzeitlich diesen scheiß Rasenmäher angebrüllt, dass er immer wieder ausgegangen ist. Da bist du ja. Jetzt muss ich dich nur noch besiegen. Dann gehört die Geheimrüstung mir. Und dann werde ich eine Arenaleiterin für Gift-Pokémon. Ich kann es kaum erwarten. Eine Niederlage kommt für mich nicht in Frage. Das verstehst du doch bestimmt, oder? Hast du ihn jetzt hochgesetzt? Ja. Gut. Ich werde mich nicht zurückhalten. Bereit? Klar. Ist ja nicht so, dass wir sie nicht schon 3-mal geschlagen haben, gefühlt. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Viel Erfolg! Ich erfreue... Was? Das ist die Frau, ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position. Ich kann das mal überhaupt nicht sprechen heute, ey. Also deswegen spielt Jens auch gerade ein bisschen mehr, weil ich so... Aber kurz mal, weißt du, was ich mir überlegt hatte, was man hätte auch machen können? Nee, das kann jetzt ich machen. Okay, was man heute hätte auch machen können? Es gibt ein Escape-Simulator. Escape-Simulator, was denn? Und da musst du Escape Room zu zweit machen. Ja, mit hier. War ja jetzt noch nicht der Plan, hatte ich ja heute Morgen den Gedanken. Also ich wollte gerade sagen, praktisch tot. Fertig. Und ab geht die wilde Post. Ja, die wilde habe ich jetzt auch reingetippetet. Aha. Pionskora. Du musst die jetzt noch nicht Gigadynamaxieren, ne? Das würde ich erst beim letzten Pokémon machen. Jetzt mache ich ernst. Mach dich auf einen Kampf ohne Samthandschuhe bereit. Ach ja, und auf dem Kampfplatz sind übrigens überall Giftspitzen verteilt. Also sei vorsichtig. Ah, okay. Deswegen. Soll ich ihn direkt mal entgiften? Nö. Oh nein, das war nicht gut. Tut mir leid, mein liebes Team, aber nicht aufgeben. Ihr schafft das. Also ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich jetzt gar keinen Gegenangriff zulasse. Im besten Fall. Wenn es hinhaut. Das wäre so ein S-Plus für mich. Weil mich das gerade echt nervt. Ja, das ist aber jetzt nicht so tragisch. Smogmog. Bleib dabei. Nitro-Ladung. Würde ich bleiben. Oh. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt Fee und Gift. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Kann ich mich vielleicht doch heilen? Noch nicht. Feuerball? Ja. War alles nur so effektiv. Das finde ich so. Ja, aber das ist, glaube ich, seine stärkste Attacke. Ja, sehr gut. Das war jetzt schon wieder. Das ist dann auch die besondere Gigadynamax-Attacke. Schlag 30. Nassschweif. Mach mal ja. Ja, Aquawelle kannst du wegmachen. Was ist das? Alter! Gott, hast du das leise auf dem Ding? Ja, weil ich das nicht so leise habe, dann bin ich wieder zu laut. Nein. Ich finde
das ist nicht so witzig. Ja, warte. Rolum wird dabei bleiben. Da kannst du vor allem gleich eine schöne Feuerattacke machen, weil das ist ein Insekt. Gut, die Sprungattacke funktioniert auch, aber... Was? Wieso hat das nicht geklappt? Könnte ich jetzt bitte... Okay, jetzt musst du es mit ne... Geh mal kurz auf die Top-Genesung, ich will kurz lesen, was da steht. Diese Seite stellt KP eines Pokémon wieder her und behebt alle Statusprobleme. Darfst du gerne benutzen, wenn du möchtest. Dankeschön. Konnte ich das eigentlich kaufen beim letzten Mal? Nicht hier, aber das kann man kaufen. So, und warum hat das jetzt nicht geklappt? Der macht doch Nitro-Ladung. Dankeschön. So, das Ganze in Aktion. Ich bin begeistert. Schon wieder. Nein. So, was kommt jetzt? Als nächstes Lamos. Würde ich bei bleiben. Ich glaube, das wird es nämlich Gigadynamaxieren. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich hier verliere. Ein Pokémon reicht mir locker zum Gewinnen. Du kannst jetzt Kampf machen oder Dynamax. Nee, ich doch, doch, das ist. Nee, das macht sie jetzt nämlich mit ihrem. Ja, aber wenn ich direkt schneller bin. Darf ich einmal probieren? Ich kann danach immer noch Dynamaxieren. Okay, dann probier's. Vorsicht, lieber Zuschauer, bevor das Gift kann Risiken und Nebenwirkungen enthalten. Aber eigentlich dachte ich, ich hab den schneller mit. Aber diese Anpassung ist halt... Ich mache ja trotzdem meine Nitro-Ladung, oder? Ja, aber er macht auch seine Attacke. Wieso darf er jetzt als erstes? Mach die. Ah nee, du stirbst jetzt. Du bist vergiftet. Aber er hat immer noch keine Attacke ausgewählt. Das verstehe ich jetzt nicht. Die muss ja noch kommen. Es regnet auch noch. Da. Ja, ja. Du musst sagen, ich hatte recht. Ja, ich habe halt wirklich gedacht, dass er schneller ist. Na komm, dann machen wir ihm sein Trommelfell mit Griffhex kaputt. Das Problem ist, er kriegt jetzt auch wieder eine Ladung ab. Naja, nee, warte. Jetzt erstmal kannst du nämlich Kampf, Dynamax. Und dann Dynagewitter. Ja? Ich hab halt echt gehofft, ich war damals, wo wir das im Spiel gemacht haben, war ganz oft lieber so schnell, dass wir das nicht brauchen. Ja, aber bei den Dynamax-Sachen halt leider nicht so. Doch, bei denen auch. Wir haben ja, aber nicht immer. Und das hat jetzt eine Wasserattacke gebracht. Hin. Kann das sein? Nee, ist er nicht. Was? War doch hin. Ich will die ganze Zeit den Status der Welt ändern. So, Kampf. Ach nee, das wäre so ein Minimum. Ich würde Dynagewitter eigentlich nochmal nehmen, weil Dynagiftschweif wäre selber ein Gift-Pokémon, also bringt das da nichts. Ja, Dynagewitter. Angriff? Kannst du auch machen. Musst du wissen. Ich kann dir nur Tipps geben. Problem ist, er ist tot. Ja.
ja, Pandakro. Das gefällt mir hier gerade überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil der jetzt nicht dynamaxieren kann. Der aber auch nicht mehr. Ah, okay. Das hört nach 3 Runden auf. Hammerarm! Ja, ne? Das dürfte reichen. Weg damit. Geh doch. Ich muss aber dann gleich... Ja, ja. Na. Dabei habe ich mich nicht mal zurückgehalten. Ich habe doch alles gegeben. Hm. Wie niedlich. Magby entwickelt sich. Magma. Übrigens habe ich heute mit deiner Pokémon-Karte angegeben, denen jetzt alle den Link für dieses Poképow geschenkt. Wollen das jetzt mehrere Leute haben? Naja, wir haben einen Sieger. Laura möchte das für ihren Freund zum Geburtstag machen, weil du auch eine Karte kriegen kannst mit dir und deinem Tier. Ich weiß. Und die haben Katzen. Vincent hat die 3. Prüfung bestanden. Weil ihr Freund ist 31 und fängt gerade an, wieder Pokémon-Karten sammeln zu wollen. Aber ja, dann gedacht, ist doch du perfekt. Du hast ja keine gerade, also keine alten, die du abgeben kannst, außer die gefakten. Ich gebe keine ab. Ja, eben. Würde ich auch ich so ja oder gesagt. So nicht machen. Das war fantastisch. Was für ein Kampf! Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Oh, jetzt ist das Pummel wieder da. Ich kann heute nur Pummel. Entschuldigung. Ich hab verloren. Das ist ja wohl das allerletzte. Ich verliere, obwohl ich sogar extra geschummelt habe. Ein so junges Talent wie du wird das vielleicht nicht verstehen, aber eines solltest du wissen. Ich habe absolut alles gegeben. Alles, was in mir steckt. Aber vielleicht sollte ich meinen Traum, Arenaleiterin zu werden, langsam aufgeben. Wenn meine Schummelei rauskommt, werde ich sowieso aus dem Dojo geschmissen. Vincent, du kannst dem Meister ruhig von meinem faulen Trick erzählen. Was? Aber wieso denn nicht? Dabei habe ich so feige gehandelt, nur um gegen dich zu gewinnen. Ich weiß nur nicht mal, was sie meint, ehrlich gesagt. Sie hat doch die Giftspritzen verteilt. Ach so. Vincent zeigt mal wieder wahre Stärke, indem er sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister! Also, als Sophoras Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte auch ich mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihr. Ach, ich dachte, das ist einfach in der Arena so. Aber meine Schülerin steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen ihren Rivalen. Ja, danke, Meister. Es tut mir wirklich leid. Also das sehen wir nochmal. Ich heule so wenig, selten. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz alleine um die Pokémon im Dojo kümmern. Was? Also das ist zwar harte Arbeit, aber ist das wirklich alles? Na Logo. Und wenn jetzt an, wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Ja, ja, das werde ich. Dann wäre damit alles geklärt. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Das war so ergreifend. Es war so toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Vincent. Du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Damit hast du alle 3 Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master-Dojos. Ich lade schon mal vor, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei, macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Dojo. Hoho! Vincent! Ich also...
Danke, die hat mir jetzt. Ja. Die sorgt dafür, dass du mir zeigst, dass es dir leid tut. Ja, ja. Dein egoistischen Kram. Und wir kriegen auch eigentlich nur so eine dämliche Uniform dafür, ist mir aufgefallen. Du bist ganz schön stark. Nee, es passiert ja noch ein bisschen was. Ich gehe erstmal da. Ja, ja. Hier wird kein Pokémon ungeheilt geblieben. Meint die Dänchen? Das nicht gekämpft hat und sich wahrscheinlich gerade ganz stolz ist. Ja, weil es ganz doll im Team mit drin war. Wie mit der Elektro-Geschichte. Da bist du ja, Vincent. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Daher überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Master-Dojos. Also dann, los, komm heraus. Ist das ein Teddiosa? Ja, nee, das ist ein Pokémon. Wusstest du das? Ich wusste, dass dieses Pokémon da drin vorkommt. Gott, ist das niedlich. Guck mal. Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste. Es ist nichts passiert. Rüstung, die jedem gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt da nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja, an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne in deine Obhut geben. Shankdön im Voraus. Der Blick, ey. Jetzt Dakuma. Haben wir einen Dakuma. Durch rigoroses Training perfektioniert es seine Kampftechnik. Diese bestimmt, welche Form Dakuna nach der Entwicklung annimmt. Mhm. Nee. Nee. Nein. Ups. Nein. B. Ich würde es ins Team setzen, genau, und ich würde dafür Magma weglegen. Weil er jetzt schon auf 30 ist. Weil er entwickelt ist und dann ist das okay. Der entwickelt sich zwar noch einmal weiter, aber das ist ein bisschen aufwendiger. Also gut. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch nicht viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfacher öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solche Orte positionieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich sollt ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch im Nu besser kennen. Oh, und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Nein, wir zucken! Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Und wenn ihr es richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit Dakumas Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Also muss ich ihn jetzt nach oben packen. Quasi. Und das kannst du jetzt wieder annehmen, bitte. Okay. Wir haben also ein kleines, süßes Pokémon. Ja.
das mit einem ziemlich bösen... Auf Level 10 erst. Oh Gott. Das ist aber doof, wenn du jetzt angegriffen wirst, ne? Ja, das kriegen wir schon. Okay. Aber wir müssen uns ja mit dem, uns mit dem anfreunden, von daher... Was ist das denn hier? Willst du die mal fragen? Hm? Mit den beiden Leuten? Ja. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Ach so, nur das? Nee, dann lass. Die haben wir alle. Genug. Hallo, ich habe eine feine Zutat im Angebot. Kaufen wir mal, weil wir sie noch nicht haben. Aber du sollst ja auch mit ihm campen, ne? Ja. Du magst kein Campen. Guck mal, da läuft er. Und du musst dich mit dem beschäftigen. Du kannst auch hier erstmal Rad einsammeln. Kannst du noch leiser reden? Entschuldigung. Weil auch, weil dann wird es für mich auch irgendwann kompliziert. Echt? Ja. Da, willst du ihn fangen? Haben wir das noch nicht? Doch, natürlich. Aber es läuft dir gerade so schön hinterher, da dachte ich. Du musst eh mit, einmal mit ihm kämpfen. Dann nimm mal einen Hasprio. Plam, 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 plam. Pam, 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 pam. Oh und Gott, das ist so hoffnungslos. Willst du das immer austauschen? Ja, ja. So macht man das. Apropos, lies mal seinen Namen. Hasprio. Nein, von deinem Pokémon. Pandagro. Ja, oder Pandagro. Pandagros. Oh Gott, das ist so cool. Oder Pandagro. Pandagro. Das ist gut. Wie süß! Ja, es kriegt jetzt eine Faust auf den Kopf. Oh, hat's abgewehrt. Ja, das war's. Ja, guck mal. So wird das was. Wir gucken mal, was kann er denn? Was kann er? Zertrümmerer, Silberblick, Ausdauer und Energiefokus. Der macht doch Ausdauer. Nee, Silberblick weg. Reicht, wenn der Spieler mit dem Controller in der Hand hat, den Silberblick hat und nicht das Pokémon. Das heißt, war der mit dem anderen nicht? Warum hast du das nicht genommen? Da waren nämlich beides Strich. Ja, ich habe Silberblick ist halt noch unnützer als alles andere. Okay. Nee, jetzt nicht gegen Hasbro. Genau, ich wollte ihm nämlich noch was geben. Ein Nugget. Okay. Warte. Pokémon. Hm? Der Kuma. Item. Dings hat auch kein Didene. Was? Didene trägt noch kein Item. Das, nee, der Didene sammelt Items auf. Ach so. Okay, warte. Das ist das. Das ist, warte mal, war das hier? Rüstungspass, Kronenpass, Stylekarte, EP-Pin. Das war das. Was ist denn das? Sagt immer, das werden diese rechte Zeit an den Ort. So, ein Glücksmann, der Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten lässt. Im Inneren scheint eine Art Mechanik zu sein. Okay, ich hatte gedacht, das ist ein Item, was ich ihm gebe, wodurch er mehr Erfahrungspunkte bekommt. Ja, ist es doch auch, oder nicht? Ja, aber das kann ich ihm nicht geben. Warum nicht? Weiß ich nicht. Geh nochmal da drauf, bitte. Und jetzt A. Der Professor sagt immer, dies ist weder der rechte Zeit noch der rechte Ort. Wir machen es mal andersrum. Okay. Arschwill? Kann ich nicht, guck.
Das sind halt Basis-Items, die zählen da eigentlich hin. Ich glaube, das funktioniert automatisch. Es gab aber so Items, die man geben konnte. Ja. Da, stopp, wenn du... Geh mal zurück, wo waren das? Da. Das hier, nee, das sind nur TMs. Das sind Attacken, die man denen beibringen kann. Steinknochen, Kosmetik, Prachtepaar. Okay, das sind nur Sachen, die man verkaufen kann. Das ist Essen. Das sind so Sonder... Hier sind so Sachen, die man denen gibt. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken. Rüstung, Galanus, KP, ovales Stein, Eisbrocken, Zauberwasser, Nass. Der Experten war... diese Gürtel verstärkt sehr effektive Attacken. Dieses Item bewirkt das im Wachturm-Nest in der Naturzone. Ein Schlapfel bis zum Ende des Tages erscheint. Okay. Was auch immer das heißt. Feendisk. Drachenzahn, Schafklaue, rissige Kanne, Wunschbrocken. Was haben wir? Das ist doch so schnell, wie du lesen kannst, was das macht. Nein, ich kenne die Items in etwa. Wir gehen können. Aber ich glaube, hier gab es jetzt keins. Wenn ein Pokémon tragen geben werden kann, es erhöht die Volltrefferquote. Ne, das sind Entwicklungssteine. So, was anderes. EP, warte mal. Baumut, das voll Energie steckt. Beim Verzehr erhält das Pokémon eine sehr große Menge an Erfahrungspunkten. Aha. Ja, Sonderbomben. Nee, nix davon. Dann würde ich einfach sagen. Wozu? Ja, dann entwickelt es sich schneller. Dann würde ich sagen, wenn ich den Button auch treffe, in der nächsten Folge geht es dann weiter und wir trainieren Dakuma. Bis dann. Dakuma! Tschüss!